Geht der Scheiß wieder los. Jetzt kommen die wieder mit ihren unlogischen Treffern. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mirror's Edge Catalyst, Folge 17. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben mit dieser scheiß Mission hier. Ich hoffe, wir schaffen sie, diese Folge. Weiterhin ganz viel Spaß. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aber wir legen jetzt hier direkt los. Genau, ist ja hier ein bisschen Rennen auf Zeit, aber was soll es? Da müssen wir jetzt hier mal ein bisschen durch, deswegen. Ach ja. Alles klar, ich bin unterwegs. Ihr könnt mich einfach mal in Ruhe lassen. Das fände ich ganz nett von euch. So. Ab. Lasst mich einfach in Ruhe. Wir haben es ja eilig. Ne? Ich finde es ganz cool, wenn wir das First Try schaffen würden. Es wäre einfach irgendwie so beste. Aber ja. Damit denke ich mal, will uns das Spiel nichts Gutes tun. Deswegen, ja. Werden wir das wahrscheinlich nicht wieder beim ersten Mal schaffen. So schon Zeitmangel, ne? Das wird doch so oder so eh nichts. Ja, ja. Ja, geil, dass du nicht mehr lange raus, ne? Ich übertreib doch nicht. Ich bin doch nur eine Runnerin. Runnerin. Ich mach doch nichts Böses mit euch. Jetzt mal ganz ehrlich. Er übertreibt es doch nicht. Das war's. Sie hat ihr Paket bekommen, was auch immer es war. Und sie hat sich sogar bedankt. Ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Ja, Wahnsinn, Alter. Können wir es jetzt schaffen, Alter? First Try, das wäre so genial. Wirklich. Ja. Yeah. Oh mein Gott, wir haben es eiskalt First Try geschafft. Wie wir es drauf haben, Alter. Wie wir es drauf haben. Ja, da hat man wohl gemerkt, dass wir wohl gestern nicht mehr die Energie hatten. Super, dass wir aufgehört haben. Ach komm, jetzt muss ich noch. Wow. Wer denn? Ach. Jetzt müssen wir hier noch entkommen, oder was? Ja, sterben wir erstmal. Hm, kann man erstmal machen, ist doch wunderbar. Ah ja, egal. So, sieht doch in Ordnung aus. Hauptsache, die Mission haben wir jetzt geschafft. Wenn wir die Mission jetzt nochmal machen müssen, dann mach ich nicht mehr. Aber wir haben es eigentlich geschafft. Jo. Perfekt. So. Jetzt machen wir aber direkt weiter mit der Mission. Der steht jetzt nichts mehr im Wege. Zuflucht. Triff dich mit Icarus. Das machen wir jetzt auch. Checken hier. Genau. Ja, was soll's. Ja. Wow. So, wir stehen nochmal im Steuerschip hier. Perfekt. Wo
kurz gucken. Ja. Naja. Ah, ein neuer Upgrade-Punkt. Sehr schön. Jetzt gehen wir in den Kampf und zwar... Ah, das geht noch nicht. Da brauchen wir erstmal die Mission Zuflucht. Na gut, dann Positionstausch. Linke Zone S. Gelange schnell in den Rücken deines Gegners und nutze die Gelegenheit. Leichte Übergangsangriffe bauen. Ne, wir machen einfach noch mehr Lebenspunkte. Das ist doch viel besser. Da haben wir noch eine Chance mehr. Ja, dann passt das doch. Von hier. Ah, fast wären wir da runtergefallen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. So. Ja, noch leicht erkältet, aber egal, richtig Bock aufs Game. Hoppala, und jetzt lang. Hier einfach. Ganz einfach. Hoch. Können wir mal schauen. So. Noch so ein Teil. Keine Ahnung, was das ist. Ja, hier beginnt die nächste Mission. Endlich. Kruger Sack hat das Versteck angegriffen. Die anderen Runner, unter ihnen auch Noah, sind entweder tot oder werden vermisst. Du musst einen Ort finden, um dich zu verstecken, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Ich bin jetzt beim Kran, Icarus. Gut. Ich bin oben in der Führerkabine. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bandenchef bei Krugersack-Razzia getötet. Siehst du das auch, Icarus? Ja, ich sehe es. Diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Noah. Verdammt. Wir müssen untertauchen, Fane. Ich habe mit Rebecca Fane gesprochen. Sie wird uns Unterschlupf. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, wehrlich zu sein. Wo sollen wir denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir. Na schön. Wir gehen zu ihr. Aber ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Weg nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. Ja, geil. Ich finde den Eingang. Ja, geil. Abrollen nicht vergessen. Passt das. Wow. Ach du Schande. Oh, ah. Ich liebe sowas. Das finde ich geil. Richtig genial. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt flüssig. Ja, da steht eigentlich meistens. Also ich habe manchmal ein paar Frame-Drops unter die 60, weil ich den Prozessor jetzt... Weil das Ganze immer noch nicht 100% sicher läuft... etwas runtergetaktet auf 3,7 Gigahertz. Es läuft nicht 100% mit 60, das tut mir dann sehr leid. Aber ja. Ich werde mich irgendwann mal drum kümmern. Jetzt habe ich aber gerade keine Zeit, weil ich das Spiel vorproduzieren muss. Und auch zocken will, deswegen... Soll das ja laufen. Ja, 58, also reicht. Ich guck mir an, wie das wird, aber ja. Ah. Ja, was habe ich jetzt gemacht?
Achso, ich hab das doch praktisch nur gemacht. Und damit wer weiß was ausgelöst, nur damit ich da jetzt rüberkomme. Kann man machen. Oh, hier hoch. Sehr schön. Wo genau bin ich hier? Das ist jetzt die Sache, die ich mich jetzt frage. Ja, Entschuldigung. Ui, okay. Ja, und nun? Ah. Ach, schön. Das freut mich doch. Dann gehen wir hier leider wieder hoch. Geht ja jetzt schnell dank diesem Upgrade, was wir vor ein paar Folgen gemacht haben. Oh. Und Nummer 2. Geh rein. Rebecca wartet. Ah. Wow. Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Komm runter! Was da passiert ist. Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. So lange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersek Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Ja, ne? Achso, sie wollte dieses Laufwerk da haben, was jetzt Plastik nicht hat. Jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erika! Erschieß ihn! Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist deine Katze! Das bin ich! Mama. Ich krieg keine Luft, Faith. Cat! Wach auf, Cat! Wir müssen hier weg! Shit. Hat ja eine richtige... Faith, komm so schnell wie möglich her. Story hinter sich. Krass. Wir haben eine neue Hauptmission.
Okay, wir haben noch Zeit. Machen wir das auch mal. Die ist wohl da, wo wir gerade sind. Egal, wir machen das jetzt einfach hier. Hier. Genau. Wo denn hier? Ah ja. Übergriffe. Du bist Krugersack entkommen, indem du tief in den alten Omnistead-Tunneln unter den Projekten Zuflucht bei Black November gesucht hast. Ihre Anführerin Rebecca Thane behauptet, sie habe deine Eltern gekannt, aber auch... aber dein Bauchgefühl sagt dir, dass sie nie wirklich enge Freunde waren. Jetzt verlangt Rebecca deine Hilfe, wobei genau bleibt abzuwarten. Was gibt's? Ich wollte dir zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugersack? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Super. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugersack-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's? Können wir alle ein wenig durchatmen. Finde die erste Beobachtungsdrohnenkiste. Die ist, ja bitte so, dankeschön. Ja, und? Lass mich in Ruhe. Mach du doch auch mal was anstatt nur... Diese Tunnel sind seit über einem Jahrzehnt unser Territorium. Und Krugersack war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. Das hier war alles Teil einer Omnistead-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Ganz anders als alles, was das Konglomerat erschafft. Ich habe gerade erfahren, dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht werden. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Hä? Da ist so. Ah. Sag's doch gleich. Nichts Ungewöhnliches zu sehen, Control. Hopp. Ich habe die erste Beobachtungsdrohne gefunden. Und auch einen Weg, sie loszuwerden. Gut, bleiben noch zwei. Oh, Mist, da war jemand. Hey, Krugersack weiß, dass du da bist. Du musst bei der zweiten Beobachtungsdrohne also mit mehr Widerstand rechnen. Jo. Ich hab's schon gemerkt, dankeschön. Aber ich sag dir mal Tschüss. Ja. Oh. Was geht der Scheiß wieder los? Jetzt kommen die wieder mit ihren unlogischen Treffern. Egal. Nee, ich geh's hier nicht vor, Alter. Okay, die Mission könnte wieder so ein bisschen hart werden, glaube ich. Ich glaube, die schaffen wir diese Folge jetzt nicht. Verzieht euch. Was ist denn die Kiste? Ich schubse die zweite Drohne jetzt in einen Schacht. Das ist Musik in meinen Ohren, Faith. Nur noch eine Drohne und du hast es geschafft. Weiter so. Ja, was tut ihr überhaupt hier, Alter? Ihr habt hier nichts zu suchen, Alter. Der November ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Es gibt jede Menge Unzufriedene.
Gewissheit in der Unterkasse. Nicht mehr lange und sie ist bereit, sich zu erheben. Die Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenztes Wachstum, unbegrenzter Konsum. Das ist Wahnsinn und wird uns letzten Endes alle vernichten, wenn wir die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Achso, ja, das ist doch einfach. Hatte ich nicht erkannt. Die Mittelkaste ist selbstzufrieden und träge geworden. Autsch. Aber wir werden sie wachrütteln, Faith. Ja, das schaffen die Menschen wir müssen am eigenen Leib erfahren, was Angst und Verlust bedeuten, damit sie erkennen, was wirklich wichtig ist. Doch bis es soweit ist, sind auch sie unsere Feinde. Jetzt hier. An manchen Tagen frage ich mich, ob Omnistad wirklich so schlimm ist, wie sie andenken. Man merkt schon, das ist krass verkohlt, ey. Richtig geil. Das ist das nächste. Und die Folge jetzt eigentlich beenden. Kruger Sack schickt Verstärkung, Faith. Sei vorsichtig. Mit denen komme ich schon klar. Ja, die Mission dauert länger. Oh. Wahrscheinlich. Okay. Das war es jetzt erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir genau an dieser Stelle weiter und hoffentlich schaffen wir die Mission jetzt auch. Wir haben das Leistungsverleben verloren. Aus Unachtsamkeit, aber egal. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.